Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es darum, wie man Modulationen als Automationen aufnimmt. Das Ganze hat einen Hintergrund und den will ich euch jetzt mal zeigen. In einem Livestream vor nicht allzu langer Zeit diskutierten wir, warum ein Beat vom Balkon droppte, als plötzlich DJ Mini Libra fragte, wie man denn Modulation als Automation aufnehmen könne. Zuerst herrschte geschocktes und ahnungsloses Schweigen, dann panisches Gesuche und Probiere, bis dann Skyens eine plötzliche Eingebung widerfuhr. Es wäre ganz einfach, erklärte er. Du erstellst einfach eine Spur mit einem Instrument, dann erstellst du eine zweite Spur mit einem MIDI-CC. In diesem MIDI-CC erstellst du dann die Modulatoren, die du aufzeichnen möchtest. Diese verbindest du dann mit den MIDI-CC-Reglern, aber beachte immer die 80%-Regel bei den Reglern, da du sonst in einem Missverhältnis zwischen 100 und 127 verzerrt wirst. Und dann gehst du immer wieder zur ersten Spur. Dort wählst du als Input die zweite Spur, die Spur, in der das MIDI-CC ist und die Modulatoren mit den Reglern verbunden wurden. In dieser ersten Spur, also nicht in der zweiten Spur, sondern in der ersten Spur, dort wo auch das Instrument ist, das die gewollte Automation der Modulation aufnehmen möchte, genau dort fügst du die entsprechende Anzahl der Modulatoren aus der ersten Spur, weitere Modulatoren, nämlich die MIDI-CCs hinzu und verbindest diese dann mit den Reglern des Instrumentes der ersten Spur. Und natürlich wählst du auch die entsprechende Nummer aus, damit die MIDI-CC-Modulatoren zueinander passen. Schließlich, wenn du alles so genau gemacht hast, kannst du die Modulationen aus der zweiten Spur in der ersten Spur aufnehmen, die ja auch für die erste Spur gedacht waren. Einfach, oder? So, ich hoffe, es ist alles klar und jetzt könnt ihr eigentlich das Video beenden, wenn ihr das kapiert habt. Okay, also so sieht das Ganze aus, wenn man Modulationen aufnimmt. Ich habe das jetzt mal so als Projekt erstmal gelassen. Das heißt, in aller Kürze habe ich hier zwei Spuren. Ich habe hier einmal den Polysynth, auf dem ich einfach eine Note spiele und ich habe hier einmal ein MIDI-CC, was mir hier diese Modulatoren bewegt. Und immer über einem Schnelldurchlauf habe ich dann hier die MIDI-CCs hingepackt und das Instrument draus gebaut. Aber bauen wir das Ganze jetzt nochmal von Anfang an. Wir nehmen jetzt einfach mal eine neue Spur, so den Polysynth, und da malen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Ton rein. Jetzt nehmen wir da einfach mal so ein C. So. Und die hier, die beiden, die machen wir jetzt einfach mal auf deaktiviert. So. Jetzt habe ich das hier. So. Und diesen Polysynth möchte ich modulieren und diese Modulation natürlich dann auch aufnehmen. Das heißt, ich erstelle eine zweite Spur und packe da ein MIDI-CC rein. So, und bei diesem MIDI-CC mache ich die Modulatoren auf. Und da hole ich mir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen Random-Modulator rein. Und mit diesem Random-Modulator moduliere ich jetzt zum Beispiel diesen CC1. Und damit ich in beide Richtungen modulieren kann, mache ich diesen CC1 auf die Mitte. Und die Mitte ist hier 63,5, weil die MIDI-Nachrichten ja von 0 bis 127 gehen. Und die Knöpfe, die wir normalerweise modulieren, gehen von 0 bis 100% oder von, ja, meistens immer von 0 bis 100. Also gucke ich, dass ich hier die Mitte nehme, weil ich mit dem Random-Modulator ja auch bipolar modulieren möchte. So, das war jetzt so ein bisschen vorweggegriffen. Und ich darf hier jetzt auch nur 63,5 modulieren. So, weil 63,5 ist die Hälfte. 63,5 ist quasi von 0 bis 50, beziehungsweise von 50 bis 100 oder von 50 bis 0. Und jetzt gehe ich, habe hier den CC1 moduliert, jetzt gehe ich in den Polysynth, in die Modulatoren, hole mir hier auch wieder ein MIDI-Gerät rein. Und hier habe ich schon den MIDI-CC1 ausgewählt, den nehme ich hier und mit dem MIDI-CC1
moduliere ich zum Beispiel hier den Filter. So. Wenn ich das gemacht habe, das heißt, ich habe auf dem MIDI-CC-Gerät den Modulator auf den entsprechenden Input, also sprich, der CC1 wäre jetzt sowas wie mein Mod-Wheel, oder mein Pitch-Bend, was ich hin und her schiebe. Und auf dem Polysynth sage ich, alles, was von CC1, also von meinem Mod-Wheel oder Pitch-Bend reinkomme, das nimm mir auf. So, aber ich muss dem Polysynth ja jetzt auch sagen, dass er das ja auch von meiner MIDI-CC-Spur aufnehmen soll. Er braucht ja das Gerät, woher diese Informationen kommen. Und wenn ich jetzt hier die Modulation aufmache, ich habe hier jetzt gesagt Polysynth-Aufnahme und mache die Automation an und starte die Aufnahme, dann passiert nichts. Weil ich was nicht gemacht habe. Ich habe dem Polysynth den MIDI-CC als Input mitgegeben. Und der moduliert ja ganz fröhlich. Können Sie ja mal ein bisschen schneller machen. Hier irgendwelche Werte. So, dann machen wir ein bisschen so. Hier sage ich, hier habe ich den MIDI-CC1, der mir den Filter moduliert. Als Input den MIDI-CC, diesen Kanal hier. Und nun sollte der eigentlich macht er. Ich muss es nur einschalten. So. Also, er macht es auf jeden Fall. Und nimmt mir jetzt hier die ganzen Modulationen auf. So. Also das ist jetzt quasi so ein verkabelt einmal im Prinzip aus dem Polysynth raus in ein externes Gerät, was hier auf der zweiten Spur liegt, das MIDI-CC. Und auf der zweiten Spur auf dem externen Gerät wird das Ganze moduliert, wieder in den Polysynth reingetan und dort kann es auch aus Automation aufgenommen werden. So, und jetzt kann ich natürlich auch hingehen und diese Automation entsprechend nochmal anpassen, so wie ich das haben will. Das sind ja Zufallswerte und jetzt kann ich einfach diese Zufallswerte entsprechend nochmal verändern. Um mir das Ganze anzuhören, muss ich hier natürlich wieder All-Ins machen. Und ich sehe, wie hier der Filter moduliert wird. So, und das kann ich natürlich mit mehreren Modulationen machen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch einen Steps nehme und den packe ich hier auch wieder auf 63,5. Vielleicht gebe ich es einfach direkt ein. 63,5. Ne, das ist falsch. 63,5 ist besser. So, und mach den Steps hier auf, sag hier, wähl mir irgendwelche Werte aus, 38 Stück, und jetzt moduliere ich das jetzt auch wieder auf 63,5, wunderbar, getroffen. Dann gehe ich wieder auf mein Polysynth. Beziehungsweise merke mir, ich habe hier den CC2 genommen. Und unbedingt hier aufpassen, ihr habt auf euren Synthesizern und Geräten manchmal quasi fest verdrahtete Wheels oder irgendwie sowas, die auf bestimmte CCs hören. Und solltet ihr dann live auch noch mit diesen CCs spielen, kommt ihr euch natürlich da mit in die Quere. Aber wir nehmen jetzt hier einfach mal den CC2, gehen rüber zu dem Polysynth wieder und am Polysynth lade ich wieder ein MIDI-Modulator und bei dem MIDI-Modulator schalte ich hier jetzt auf 2, auf den CC2 und dann steht hier auch CC2 und mit dem Modulator moduliere ich jetzt zum Beispiel einfach mal die Cut-Off-Frequency. So, und den gerade mal schauen, genau, so.
die Cutoff-Frequency und jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich wieder aufnehme, dann schreibt er mir hier die Modulation neu. Jetzt muss ich mal ausprobieren, wenn ich den CC1 jetzt einfach deaktiviere, dann dürfte er das nicht mehr neu aufnehmen. Und damit ich das jetzt aufnehmen kann, muss ich wieder auf MIDI CC Input gehen, also Input aus dieser unteren Spur in diesen Polysynth. So, dann probieren wir das Ganze mal. Nehmen wieder auf und naja, er schreibt das wieder. Schade. Gut, ich könnte natürlich auch folgendermaßen hingehen und deaktiviere einfach ihn hier. Das müsste dann eigentlich funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal aufnehme. Genau. So. Und jetzt ist mir gerade nochmal was aufgefallen, dadurch, dass ich den CC1 nehme. Ich glaube, das war nämlich auch der Ton. Wenn ich den jetzt nämlich wieder aktiviere. Ne, spielt er auch. Beim Vorbereiten hat er jedes Mal beim Tonaufnehmen nicht gespielt. Okay, aber jetzt kann man auch noch Folgendes machen. Nämlich, man hat hier jetzt diese Automation und sagt, hey, ganz cool. Aber ich möchte bei dieser Automation, möchte ich jetzt zum Beispiel nochmal eine Spur anlegen. Einfach eine neue Spur hier unten rein, ohne Instrument. Und ich gehe jetzt hin und kopiere mir jetzt die ersten vier Takte der Automation. So, drücke Steuerung C und mache hier die Automation auf und wähle mir jetzt zum Beispiel schnell hier noch ein Polysynth rein und was machen wir? Ein Delay packen wir noch rein, weil es so schön ist. Und jetzt wähle ich hier den Mix des Delays aus, immer hier 50% ist hier ausgewählt. Klicke hier rein einmal kurz, Steuerung V. Okay, das habe ich dann mittlerweile verloren. Da muss ich das nochmal kopieren. So, kopieren und so, jetzt habe ich im Delay den Mix drin und wenn ich jetzt hier das einfach spielen habe ich diese Automation quasi einfach rüber kopiert. Und ich kann noch Folgendes machen, wenn ich mir jetzt einen Clip anlege und diesen Clip über die Automation lege und diese Option hier anhabe, diese Automation Follows Clip Editing, dann kann ich den Clip hier an der Seite mit der Maus rangehen, die Alt-Taste gedrückt halten und den Clip zusammenschieben zum Beispiel. So kann ich die Automation nochmal verändern. Das heißt, wenn ich hier oben die Automation quasi doppelt so schnell haben wollen würde, muss ich die hier auf zwei Takte machen, dann kann ich mir die komplette Automation runterkopieren in einen leeren Clip, da muss kein Instrument dahinter sein. Ein Clip drüber, damit ich das quasi zusammenfasse, gruppiere, wenn man das so haben will. Und dann kann ich, ups, dann kann ich die Automation hier nehmen, kopieren und kann die hier reintun. So, jetzt habe ich die original gesamt lange Automation einmal in doppelt so schnell und dann die zweite Hälfte in normal schnell drin. Für mein. Also, sollte ich vielleicht hier noch anschalten? Die Resonance. So. So nimmt man Modulationen als Automationen auf. Nicht elegant. Es wäre schöner, wenn man einfach auf die Automation draufklicken könnte und sagen, Rekord als
auf die Modulation klicken könnte, hier so Rechtsklick oder im Inspektor aufgeführt, dass man sagt, okay, wie hier so, dass die Modulation hier aufgeführt ist und man hätte hier dann so einen Checkbox oder irgendwie sowas, wo man anklicken kann, Record als Automation. Und dann müsste man dieses virtuelle Verkabeln nicht machen von einem Kanal in den anderen Kanal und dann wieder zurückrouten auf eine Automation. So ist es halt so ein bisschen asynchrones Arbeiten und synchron wäre das doch wesentlich besser, wenn man das so in einem Schritt machen könnte. Ja, das war die Practice Session. Ich hoffe, der Tipp bringt euch was und ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Kommentiert, fragt gerne, schreibt drunter, was ihr noch so für Ideen habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.